Es war natürlich, es war überwältigend, das erfahren zu haben, sprachlos. Ja. Zum Thema des gewaltfreien Widerstands. Also das ist wirklich erstaunlich, wenn man sich dieses jetzt fast 25-jährige Werk von Anna Jermolaeva ansieht, findet man tatsächlich sehr viele Arbeiten dazu. Also es ist ein Thema, das durchgehend sie beschäftigt. Also es ist jetzt nichts, was aktuell jetzt dem Zeitgeist geschuldet ist, überhaupt nicht. Ja. Und es macht eben auch Sinn, sich dann eben die Biografie dazu zu holen, ihr eigenes politisches Engagement schon in der Sowjetunion, dieses regimekritische Engagement, das eben sozusagen dann zu diesen Arbeiten auch als Künstlerin hinführt letztlich. Also ich sehe da diesen unmittelbaren Zusammenhang auch. Früher habe ich ja als quasi die Residentin, also das aktiv, also betrieben, und jetzt als Künstlerin habe ich andere sozusagen Werkzeuge und versuche das jetzt eigentlich, die ganze Zeit stelle ich mich die Frage, was kann ich als Künstlerin irgendwie gesellschaftlich verändern oder auf jeden Fall, ich komme aus dieser aktiven, glaube ich, Haltung. Ich beschäftige mich damit schon wirklich sehr lang, also eigentlich als Künstlerin beschäftige ich mich damit seit mindestens 10 Jahren, davor war ich aktiv, also im Dissidententum, also eben diese ganzen, also was halt so ansteht, also Demonstrationen organisieren, Flugblätter verteilen, Samizdat-Zeitung herausgegeben, also ich kenne das auch von beiden Seiten, also und ich glaube, dass, also ich habe nicht den Anspruch, dass ich komplett das Thema abdecke, aber zumindest bin ich sehr drinnen und gebe mein, sozusagen, natürlich einfach mein Subjekt, sagen wir. Also ja, ich schneide es an, sagen wir so.